Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir. Dieses Mal geht es wieder um Sniper Elite V2. Und kurz ein paar Worte vorab, wie ich jetzt herausgefunden habe, beziehungsweise wie jetzt vor einigen Tagen bekannt geworden ist. Ist dieser Titel oder wird dieser Titel nicht in Deutschland erscheinen, zumindest nicht die Konsolenversion. Die PC-Version wird stark geschnitten sein. Das heißt, mein Kumpel hat mir doch die PG-Version zugesteckt. Habe ich mir schon fast gedacht, weil das doch echt sehr brutal wirkte, also zumindest für deutsche Verhältnisse, sage ich jetzt mal, wie der Kopf und so da abgeknallt wurde. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch keine Killcams geben, aber das ist für euch ja egal, denn das hier ist Uncut. Das heißt, ihr bekommt die volle Dröhnung mit. Da ich jetzt wusste, wo die V2-Produktionsstätte war, glaubte ich fast am Ziel zu sein. Ich musste es nur hineinschaffen, die drei restlichen Ziele eliminieren, den Ort in die Luft jagen und nach Hause gehen. Ganz einfach. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich hoffe, das ist kein Shooter, der nur so 2-3 Stunden geht, weil das wäre echt schade. Natürlich hängt es auch ein bisschen davon ab, wie vorsichtig man spielt oder so. Aber ich hoffe zumindest, dass wir so auf 5 Stunden kommen. Mittlerweile muss man das ja sogar sagen, dass man hofft, auf 5 Stunden zu kommen. Das war früher undenkbar für einen Shooter. Seid nicht so faul. Ich kann euch aber sehen. Okay. Aber 5 Stunden wären schon echt, ne? Doch, zumindest in der heutigen Zeit ein nettes Ding, sage ich jetzt mal. Auch wenn Call of Duty noch manchmal sogar nicht mehr bietet. Schauen wir mal, ob der hier oben ist, ja. Da ist das doch schon ein nettes Ding. Wenn wir zumindest 5 Stunden bekommen, das wäre nämlich echt klasse, darüber würde ich mich freuen. Natürlich würde ich... Meine Güte, das ist ja ganz schön plärrig. Natürlich würde ich mich noch mehr darüber freuen, wenn... Kann man das nicht benutzen? Das sieht so aus. Weil es so glänzt. Ja, natürlich würde ich mich über noch mehr freuen, aber das kann man natürlich nicht immer erwarten. So, wir markieren jetzt mal unsere Feinde. Fernglas rausgeholt, rangezoomt. Boah, dieser Lautsprecher erschreckt mich. Mein Headset hier plärrt mir so in die Ohren. Wir haben jetzt bis jetzt 3 Gegner geortet. Die Grafik ist natürlich, muss ich sagen, auf die Entfernung jetzt nicht so schön. Die wird dann natürlich vom YouTube-Video auch nochmal ordentlich runtergehauen, das ist klar. Nee, das ist ein Kran. Leute, das schreckt mich nicht immer so. Gut, aber trotz der Uncut-PG-Version sind es trotzdem keine Hakenkreuze. Das stört mich jetzt natürlich weniger, aber mir ist es nur so aufgefallen. Ja, war's das? Ich glaube oder hoffe, dass es alles war. Jetzt ist die Frage. Legen wir eine Stolpermine? Ich habe echt ein bisschen Schiss, dass die hier hochkommen. Wir legen mal so eine Stolpermine. Komm, ist egal. Eine Landmine. Ah, da. Dann legen wir nämlich... Jetzt ist die Frage, ich habe es vergessen. Kann man die auch selber auslösen? Bestimmt, oder? Mist, dann können wir gar keine Stolpermine legen. Ja, wir probieren es einfach mal aus. Es ist egal, wir probieren es einfach mal aus. Und wenn wir da gleich selber langlaufen, dann wissen wir, dass wir da verrecken. Aber wir warten einfach mal. Ich habe eine lustige Idee. Ich will mal sehen, ob die klappt. Ich warte mal kurz auf die nächste Lautsprecherdurchsage. Und zwar würde ich dann nämlich gerne den Typen da oben abknallen. Wo das natürlich ein bisschen weit ist, aber wir versuchen es einfach mal in der Zeit, wo die Lautsprecherdurchsage kommt. So, jetzt will ich mal sehen, ob die das sozusagen hören, wisst ihr? Wenn er da jetzt nämlich umfällt und die nichts merken, dann ist das ja richtig cool. Haha, durch die Ohren. Ja, es ist wirklich so. Geile Sache. Das heißt, ich kann jetzt hier nach und nach die Leute abknallen, ohne dass die was bemerken. Super, super gemacht. Wir müssen natürlich aufpassen, den da vorne zu nieten wird schwierig, aber wir knallen mal den da hinten ab. Wir hoffen mal, dass wir einfach lange genug Zeit haben. Ich weiß natürlich nicht so, ob das so eine gute Idee war, aber solange der Typ sich hier vorne nicht umdreht. Und die, wenn, ich hoffe, da kommen mal ein bisschen schneller die Lautsprecher durchsagen. Ich brauche eine Lautsprecherdurchsage, bitte.
Ich möchte an Kasse 3 abgeholt werden, beziehungsweise im Kinderparadies. Lauf nicht hinter die Mauer. Lauf nicht hinter die Mauer. Ja, das wird jetzt auch noch geklappt haben, schätze ich jetzt mal. Oh ja, richtig krass. Ja, schön. Knallen wir davor noch den letzten ab. Bald haben wir wahrscheinlich auch so einen kleinen Erfolg, schätze ich jetzt einfach mal. Dann müssten wir es eigentlich hier alles geregelt haben. Das wird wahrscheinlich so eine Notfallstation sein, beziehungsweise ein Alarmsystem. Dann sind wir ja sogar mal komplett ohne, boah, ins Auge. Dann sind wir ja sogar mal offensichtlich ohne Dings ausgekommen. Ja, ohne, ohne Alarm auszulösen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich an meiner Stolpermine vorbeikomme. Aber wegnehmen kann man den nicht mehr, ne? Kann man den nicht mehr. Nee, scheint nicht so zu sein, schade. Also wegnehmen kann man so wirklich nicht mehr. Ich hoffe mal, ihr hört nicht die Geräusche von der Straße. Wenn doch, tut mir das leid. Ich musste aber hier mal wirklich komplett die Fenster aufreißen, weil es draußen so warm ist aktuell. So, wir gehen natürlich hier... Nein, ich habe gerade gedacht, diese Heizungs... Beziehungsweise diese... Ja, Kaminrohre wären sozusagen von einem Feind. Oder von Feinden. Ja, wir können wahrscheinlich, schätze ich jetzt ganz ehrlich mal, wir können uns hier wahrscheinlich drauflegen. Wir können das ganze Lager wahrscheinlich komplett clearen. Ohne nur ansatzweise Aufmerksamkeit zu erregen. Wir schauen uns aber nochmal ein bisschen... Nee, das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Das wollte ich haben. Wir schauen uns jetzt mal noch ein bisschen um, ob ich hier irgendwelche Bewegungen wahrnehmen kann. Oh, hier ist eine Eisenbahn. Den da oben haben wir auch schon ausgeschaltet. Ist da oben auch noch einer? Nee. Ich bin hier lieber vorsichtiger. Da vorne ist einer. Mist, da müssen wir jetzt warten. Fuck. Geht der da lang? Oh Gott, der geht da lang. Oh Gott, der sieht die Leiche. Shit. Nein, 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 nicht so schnell bewegen. Mist, das sind zwei. Verdammter Mist. Das war jetzt echt blöd. Ja gut, aber wenn halt dieser Lautsprecher ist, dann ne, ist klar, dann hören die uns zumindest nicht. Aber das wird jetzt echt schwierig. Nein, daneben. Nein, nochmal daneben. Oh. Kacke, der hat... Scheiße, der hat überlebt. Mann gefallen. Hat er uns gesehen? Nein, jetzt waren wir doch so leise. Mist. Oh, da unten ist auch noch... Boah, durchs Ohr. Da unten ist auch noch was. Das ist gerade cool. Das konnten wir gerade genau in dem Moment sehen. Wir holen uns mal eine Thompson. Ach du Scheiße, der steht da vorne. Sucht ihn. Komm raus, Scharfschütze. Holy shit. Haltet die Augen auf. Davor habe ich jetzt gerade mega Angst. Ich kann ja nicht hier runter. Verdammt! Mist! Sucht weiter. Mist, die laufen. Ja, 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 genau. Habe ich ihm voll in den Arsch geschossen. Sehr gut. Das müsste es... Okay, hier läuft auf jeden Fall noch einer rum. Ansonsten wäre nämlich... Dieses blöde... ja. Diese blöde Sirene noch nicht an. Oder beziehungsweise wäre nicht mehr an. Ah, die hat geendet. Okay. Und auf den Boden. Haben wir unser Scharfschützengewehr schon nachgeladen? Ja, haben wir. Was höre ich denn da? Ich gehe mal hier rein. Hier, da oben hängt auch der Reichsadler. Nur natürlich wieder
ohne Hakenkreuz, ist ja klar. Oder? Ja, da fehlt das der Kreis mit dem Hakenkreuz drunter. WTF! Hier ist noch einer. Scheiße, wo? Mann am Boden. Wo? Okay, hier sind Baracken, da haben wir nochmal Gold. Was steht denn auf dem Plakat? Was steht da? Ich kann es gar nicht lesen. Was? Keine Ahnung, es steht auf jeden Fall, rührt oder führt nirgendwo gerade zu Tode. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Schade. Hätte ich jetzt gern gewusst. Gut. Hier, der muss ja irgendwo rumlaufen. Ah, da ist er. Da haben wir ihn. Wenn wir uns beeilen. Ja. Komm. So. Voll durch den Kopf. Wieder schön durchs Auge. Da sieht man auch schön, wie die, ja, Pupille zerspringt. Beziehungsweise der Augapfel in sich zusammenfällt. Um es mal schön anschaulich zu beschreiben. Und weiter geht's. Weiter geht die wilde Jagd. Schauen wir mal. Ja, und ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich hätte nicht gedacht, dass mir dieses Spiel wirklich verhältnismäßig viel Spaß macht. Da hat mich irgendwer entdeckt, oder? Fuck. Ja, klar. Klar. Wow. Scheiße. Das Üble ist, schaut mal. Wenn man getroffen wird, dann verliert man auch seine komische, ja, Jesus, seine komische Ausdauer, mit der man sozusagen, ja, dann diesen Slow-Motion-Effekt aktivieren kann. Kontrollpunkt weisen Sie sich bitte aus. Auch in dieser typischen, althergebrachten deutschen Schriftart geschrieben, die man ja früher gerne verwendet hat. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einer von euch noch aus dem Geschichtsunterricht kennt oder so, aber da wurde diese Schriftart sehr, sehr gerne verwendet. Wir haben natürlich ganz vergessen, wir können natürlich auch Leichen durchsuchen. Die meisten liegen natürlich mitten auf dem Feld, da wollen wir natürlich nicht lang, aber... Kann der springen eigentlich? Gar nicht probiert, ob der springen kann. Der kann, glaube ich, gar nicht springen. Ich möchte aber gerne da hoch. Bin ich ganz ehrlich zu euch, weil... Geht das überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob das geht. Dann könnte ich mich hier links über die Klippe... Da ist noch wer. Nur wo? Ich sehe es nicht blitzen. Was ein Zeichen für einen Scharfschützen wäre. Ach, da rechts. Meine Herren. Ah, komm her. Mist. Boah, wirklich schlecht geschossen. Ah, jetzt. Bewegende Ziele sind natürlich noch schwieriger zu treffen, einfach weil auch hier die, ja, die Kugel sozusagen, je länger sie ist, desto mehr verliert sie an, ja, Genauigkeit oder wird von der Schwerkraft zum Boden gerissen. Also das ist alles sehr, ja gut, das heißt realistisch, also, ne, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Gut, hier drüber kommen tun wir nicht, das heißt, wir müssen außen rum. Ist natürlich wieder sehr mutig, was ich hier veranstalte. Aber ich denke, den Großteil der Armee sollten wir eigentlich geplättet haben. Da oben gibt es dann noch diesen lustigen... Wow, das sind ja WTF, sind das Schmelzöfen? Ich schätze jetzt einfach mal. Sieht so aus wie flüssiges Eisen, was da rausgeschossen kommt. Ja, das meiste sollten wir eigentlich an Feinden erledigt haben. Aber wir gehen trotzdem einfach mal vorsichtig hoch. Ich denke, das ist nie verkehrt und checken noch einmal die Umgebung ab. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alte Sprichwort geht. Irgendwie Vorsicht ist die Mutter der... Ach, keine Ahnung. Nee, da oben hätte ich jetzt vermutet, dass da was ist. Wir holen jetzt aber mal unser Fernglas raus. Wow, scheiße. Wir holen mal unser Fernglas raus. Nordtunnel, okay. Und ich muss ja sagen, das habe ich ja schon öfters erwähnt, dass ich die Synchro jetzt nicht so gut finde, aber mir fällt da gerade was ein.
Was natürlich noch schlimmer ist als diese, ja. Also der Protagonist hier ist sehr gut synchronisiert, wie ich finde, aber was noch schlimmer ist als die Synchronisation der Deutschen in Zweite Weltkriegsspielen, also von Deutschen jetzt gemacht, sage ich jetzt mal, von Deutschen synchronisiert, ist, es gibt Spiele, mir fällt jetzt keins ein, aber es gibt so Low-Budget-Spiele, da sind die Deutschen oder die Sprüche der Deutschen von, englischsprachigen Leuten synchronisiert. Und wenn dann, wow, jetzt habe ich schon wieder erschrocken, wenn ein, ja, englischsprachiger Mitbürger sozusagen versucht, einen Nazi-Deutschen nachzumachen, oder auch gar nur einen normalen Deutschen, klingt das doch schon sehr affig, wenn auf einmal die, Nazis hier in einem britischen oder amerikanischen Dialekt sprechen. Das finde ich sehr, sehr lustig. Wow, da ist... Oh, wow, 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 wow. Fuck. Habt ihn gesehen, oder? Jesus. Wo ist mein Thompson? Ich hoffe, der... Meine Fresse, bin ich ungenau mit der Thompson. Das ist ja krass. Die habe ich echt nicht gesehen. Mist. Die hätten mir vielleicht auffallen sollen. Lebt da noch was? Alter, das sieht so aus, als wenn da noch was lebt. Na, sah nur so aus, okay. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Ab in den Bunker. Okay, 3 Ziele haben wir. Kann man das eigentlich besetzen? Nee, kann man nicht besetzen. Das heißt, so Passagen, wo 5 Trilliarden Gegner auf einen zugestürmt kommen und man vergeblich versucht, die abzuwehren, wird es wahrscheinlich nicht geben. Gasmaske. Ist krass, dass hier auch alle Schilder auf Deutsch sind. Gut, macht natürlich Sinn, wenn ein Spiel sich um Deutschland dreht, aber trotzdem. So, hier wird es jetzt natürlich richtig lustig. Das ist ja absolut behindert für so ein... Ja, ich denke, ihr könnt euch das vorstellen, dass sowas hier wirklich sehr unschön ist für einen Sniper. Ja, dann gehen wir mal hier vorsichtig rüber. Wir müssen hier so vorsichtig langschleichen. Es tut mir leid. Da ist schon wer. Ja, aber hier gibt's auch die... Komm hoch. Gibt es auch diese Sprachansagen? Ich hoffe, die kommt jetzt, bevor der Typ verschwindet. Oder gibt es hier keine Sprachansagen? Oder habe ich mir das nur eingebildet?